بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir wollen heute inshallah ta'ala, meine lieben Geschwister, mit unserem dritten Teil weitermachen von Surat al-Insan. Und wir hatten ja bisher zwei Teile gehabt, wo wir uns mit den ersten Versen der ersten Seite, ein bisschen mehr von der ersten als die erste Seite, von Surat al-Insan beschäftigt haben, und zwar ganz konkret bis zu der Aya 22. Inna hada kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura. Dies ist ja der Lohn für euch und euer Bemühen wird gedankt sein. Jedes Mal machen wir immer eine ganz kurze Wiederholung, inshallah ta'ala, damit wir nichts vergessen. So, meine erste Frage wäre an euch, inshallah ta'ala. Surat al-Insan, medinensisch, mekkanisch. Du hast schon letzte Woche geantwortet. Ich erinnere mich daran. Weiß jemand anderes? Medinensisch, mekkanisch. Surat al-Insan. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ja, manche sagen medinensisch, manche sagen mekkanisch. Ja, auch wenn sie von der Thematik her eigentlich eher in die mekkanischen Suren passt. Sehr, sehr schön. Wer kann mir den Vorzug von Surat al-Insan nennen? Wir hatten einen Vorzug, eine Fadila dieser Sura erwähnt gehabt. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Sura besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Und zwar wann? Immer freitags zum Fajr-Gebet. Sagt Allah khairan. Immer freitags zum Fajr-Gebet hat er Surat al-Sajda und Surat al-Insan gelesen. Absolut richtig. Wir haben uns letzte Woche ja noch einmal mit den Versen beschäftigt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sehr intensiv auf die Abrar eingeht, die Frommen, was sie getan haben, damit sie diese Stellung erreichen und wie Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnt. Und wir hatten auch etwas Interessantes aufgezeigt gehabt. Und zwar das Verhältnis zwischen den Ayat, welche über das Paradies sprechen und die Leute des Paradieses, und der Ayat, welche über das Höllenfeuer sprechen und die Strafe dort. Wie viele Ayat gibt es in diesem Abschnitt, den wir besprochen hatten, über diejenigen, die bestraft werden? Eine einzige, barakallahu fiqh. Nur eine einzige. Während es sehr viele Verse gibt über diejenigen, welche Gutes tun, und zwar bis Vers Nummer 22, und ich glaube ab Vers Nummer 5, ich habe es gerade nicht vor mir, ab circa Vers Nummer 5 bis Vers Nummer 22 oder Vers Nummer 6 sprechen nur über die Abrar. Und wir haben hier auch etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt gehabt, nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura, in der es ja um den Menschen geht, so mal aufzeigt, wofür er den Menschen erschaffen hat. Nämlich für das Paradies und nicht für das Höllenfeuer. Was ist nochmal die wichtigste Botschaft dieser Sura? Eines der wichtigsten Botschaften überhaupt, welche diese Sura uns mitteilen möchte. Um was geht es in dieser Sura? Vielleicht auch mal die Schwestern. Die Brüder haben jetzt genug gesprochen. Sie dürft auch einfach was sagen, inshallah ta'ala. Schämt euch nicht. Dann eben die Brüder. Bitte. Das deutet auf die Prüfung des Menschen. Genau, dass Allah ta'ala uns aufzeigt in dieser Sura, warum er die Menschen überhaupt erschaffen hat. Nämlich, um ihn zu prüfen. Und er zeigt auch auf, ja, wie er ihn prüft. Und warum er ihn prüft. Und all das finden wir in einer einzigen Aya, in der Allah Ta'ala sagt, نَبْتَرِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Wir prüfen ihn und somit haben wir ihn hörend und sehend gemacht.
Allah hat ihn mit einem Verstand ausgestattet. Er kann nachdenken. Er hat eine besondere Stellung, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala diesen Insan, diesen Menschen prüft. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala über den Sinn und Zweck der Erschaffung des Menschen gesprochen hat, oder der Schöpfung des Menschen, und dann aufgezeigt gehabt, wie der Ausgang des Menschen sein wird. Entweder ist er dankbar oder er ist undankbar. Und wenn er undankbar ist, dann wird er bestraft. Und wenn er dankbar ist, dann wird er belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Schließt Allah ta'ala diesen wichtigen Abschnitt ab mit der Ayah, die wir letzte Woche auch schon besprochen hatten. Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Dies ist ja der Lohn für euch und euer Bemühen wird gedankt sein. Wir haben letzte Woche auch erwähnt gehabt, dass Allah ta'ala auch an anderer Stelle in dieser Sura uns immer wieder aufzeigt, dass der Mensch handeln muss, um dann auch einen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und dass der Lohn im Paradies und auch schon in der Dunya gekoppelt ist an das Handeln des Menschen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Auch wenn wir als Muslime davon ausgehen, dass bestätigt Allah am Ende der Sura, wie wir noch sehen werden, inshallah heute, dass am Ende der Mensch nur durch die Barmherzigkeit Allahs das Paradies betreten kann, kommt es jedoch darauf an, dass ich als Mensch bereit bin, mich anzustrengen, Sabr zu haben. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Und er vergeltet ihnen das für ihre Geduld, für ihren Sa'i, dafür, dass sie etwas getan haben, gestrebt haben nach etwas, erhalten sie einen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Prinzip haben wir immer wieder. Und das möchte ich auch immer wieder betonen, damit wir das verstehen. Du wirst nur dann Erfolg haben im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben, wenn du bereit bist, nach etwas zu streben und dich anzustrengen. Eine der schlimmsten Eigenschaften, die der Mensch haben kann, ist welche? Ist Al-Kasal, Faulheit. Und häufig werden wir merken bei uns selbst, dass wir viele Dinge in unserem Leben nicht erreicht aufgrund dieser negativen Eigenschaft, Al-Kasal, Faulheit. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat deshalb nicht umsonst immer wieder Zuflucht gesucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Al-Kasal und vor Al-Ajz. Faulheit und Unvermögen. Ich bin nicht bereit, an mir zu arbeiten. Aber wenn ich erfolgreich sein möchte in der Dunya und im Akhirah, dann muss ich bereit sein, nach etwas zu streben. Dann muss ich bereit sein, etwas zu tun. Ich habe das gestern im Vortrag erwähnt, aber vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, für diejenigen, die vielleicht dazugehört haben. Ja, aber trotzdem, ich möchte es an dieser Stelle, weil das sehr, sehr gut passt, nochmal wiederholen. Es war am Dienstag gewesen. Und zwar, ich lese gerade ein Buch über das Prinzip, das Power-Prinzip, ja, so ein bekannten, auch sehr, sehr bekanntes Buch, ja, wo es auch um diese, ja, wie schafft man es, sich zu verändern, etc. Und auf jeden Fall, gleich am Anfang sagt er, der Mensch, er wird geleitet durch Schmerz und Freude. Und nur wenn ich bereit bin, Schmerz in Kauf zu nehmen, habe ich am Ende auch was? Freude. Also ohne die Bereitschaft, Schmerz in Kauf zu nehmen, werde ich auch niemals Erfolg haben in meinem Leben. So wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Huffat al-jannatu bil makari. Das Paradies ist umgeben von Dingen, die ich verabscheue, die ich nicht mag, die anstrengend sind, belastend sind. وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Und das Höllenfeuer ist umgeben von Begierden und Neigungen. Ja, Sachen, die ich gerne mache, die meinen niederen Trieben entsprechen. Subhanallah. Und nur derjenige, der bereit ist, sich anzustrengen, Geduld zu haben, auch mal diesen Schmerz zu spüren, wird Erfolg haben. Ich gebe euch auch Beispiele aus der Dunya. Wenn ich ein erfolgreicher Sportler sein möchte, was muss ich tun? Ich muss an meine Grenzen gehen. Ihr seht das immer wieder in Videos, ja? Subhanallah. Ja? Jeder von uns hat Rocky geguckt. Er muss, weiß ich, anstrengen, rennen, weiß ich nicht, was trainieren, die ganzen anderen. Man muss trainieren, muss hart trainieren. Man muss so hart trainieren, dass man an seine Grenze geht. Und erst dann kann man mit Erfolg rechnen. Und selbst dann ist der Erfolg nicht mal garantiert. Und selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert, subhanallah. Aber jemand, der keine Lust hat auf Training, der keine Lust hat zu trainieren, der immer wieder faul ist, immer wieder schwänzt, der wird niemals erfolgreich sein können. Das Problem ist bei uns, wir sehen immer nur den Erfolg, aber wir sehen nie das Training, was dahinter steckt.
Wir denken, oh, guck mal, wie erfolgreich der ist. Ja, aber schau mal, wie er sich angestrengt hat, wie viel Zeit und Kraft er investiert hat, um dahin zu gelangen. Wenn ich abnehmen möchte, muss ich bereit sein zu verzichten. Wenn ich nicht bereit bin zu verzichten auf Essen, auf Süßigkeiten etc. oder nicht bereit bin, Sport zu machen, um abzunehmen, um Kalorien zu vergehen, dann werde ich das niemals erreichen können. Das ist unglaublich. Wenn ich erfolgreich in meinem Beruf sein möchte, dann muss ich was tun? Muss ich sehr viel Zeit investieren. Ich muss Geduld haben, Sabr haben. Ich muss vielleicht sogar Geld investieren. Ich muss verzichten auf bestimmte Dinge für eine Zeit lang. Und erst dann kann ich den Erfolg haben. Und wenn ich bei Allah Erfolg haben möchte im Akhira, dann muss ich bereit sein zu verzichten auf Muharramat. Ich muss bereit sein, die Grenzen Allahs einzuhalten. Sonst werde ich nicht erfolgreich sein. Auch nicht bei Allah. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat mir im Grunde genommen schon in dieser Dunya gezeigt, Erfolg kannst du nur erlangen durch Pein, durch Anstrengung. In dieser Dunya und im Akhira erst recht. Das ist das Prinzip. Anders funktioniert das nicht. Und jetzt, subhanallah, nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, dass ich nach etwas streben muss, mich anstrengen muss, Geduld haben muss und dass das der Weg zum Erfolg ist, für mich als Insan, weil das gesamte Leben nur eine Prüfung ist, eine Art Wettbewerb, spricht jetzt Allah Ta'ala plötzlich über was ganz anderes. Und erst einmal denkt man, was hat das mit der Sura zu tun? Aber dann merkt man, das hat sehr viel mit der Sura zu tun. Und zwar, es geht ja um den Insan, um den Menschen, der nach Erkenntnis streben sollte. Und wie erlange ich diese Erkenntnis? Allah Ta'ala, er zeigt es mir jetzt auf. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Subhanallah, ein ganz neuer Abschnitt. Wo Allah Ta'ala uns aufzeigt, wieder, immer wieder finden wir das im Koran, immer wieder, dass es zwei Wege gibt, die dir zu der Erkenntnis gelangen. Einmal der Weg über das Buch des Universums und einmal der Weg über das Buch der Offenbarung. Das finden wir immer wieder. Der gesamte, es zieht sich durch den gesamten Koran. Die Ayat im Universum, die Zeichen, die auf Allah hindeuten, alles, immer wieder spricht Allah über Ayat. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِ. Immer wieder Ayat. Zu seinen Zeichen gehört es, dass er aus euch Ehegatten erschuf, die Schöpfung der Himmel und der Erde, die Unterschiedlichkeit eurer Zungen, eurer Sprachen. Alles sind was? Ayat. Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, die darauf hindeuten, dass es einen Schöpfer geben muss. Für jemanden, der bereit ist, diese Zeichen zu erkennen und zu deuten. Und wem das nicht ausreicht, der bekommt noch andere Ayat. Und zwar die Ayat der Offenbarung, die Allah ta'ala auf die Propheten herabgesandt hat. Und deswegen Allah ta'ala, was macht er? Er bestätigt das jetzt in einer unglaublichen Weise, indem er nämlich sagt, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Gewiss, wir sind es, die wir dir den Koran offenbart, ja, offenbart haben. Also die Übersetzung, die zeigt auch noch einmal diese mehrfache Bestätigung, welche wir in dieser Ayah finden. Eigentlich hätte ausreichen können, nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Das wäre dann was? Einfach nur eine Aussage, dass wir den Koran auf dich herab... oder nahnu nazzalna alayka al-Qur'an. Punkt. Das wäre was? Im Arabischen würde das ausreichen, dass man sagt, wir haben den Koran auf dich herabgesandt. Aber Allah Ta'ala, er bestätigt das jetzt in mehrfacher Weise. Indem er was hinzufügt? Inna. Inna ist Adat Tawkid. Also nochmal eine Bestätigung in der arabischen Sprache. Und nicht nur das, sondern er fügt auch noch einmal das Personalpronomen, erste Person, Plural, hinzu. Inna nahnu, also eine doppelte Bestätigung. Gewiss, wir sind es, die wir. Also eine mehrfache Bestätigung. Und dann, Tanzila. Also nicht nur herabgesandt, sondern wir haben ihn offenbart. Ja, offenbart haben wir ihn. Eine mehrfache Bestätigung. Allah Ta'ala, warum macht er das? Warum plötzlich jetzt dieser Übergang, ja, von dem Thema des Paradieses, dass die Paradiesbewohner dort belohnt werden,
ja, nachdem Allah über die Prüfung gesprochen hat, um aufzuzeigen, ja, es gibt noch ein weiteres Zeichen, mit dem der Mensch zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kann, damit die Menschen aufgeweckt werden. Und du kannst dir sicher sein, dass dieser Koran wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt wurde. Und zwar nicht auf einmal, sondern wirklich in einem Zeitraum von 23 Jahren, was ebenfalls dieses Tensila hergibt. Munajjaman mufarraqa. Sodass jedem klar wird, der mit dir gelebt hat, um Muhammad, und der um dich herum ist, dass diese Worte nicht die Worte Muhammad sind, sondern die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, und ein jeder sich über diese Worte intensiv Gedanken machen kann. Das zweite Zeichen, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen, der Koran, dass ich mich mit dem Koran beschäftige und auseinandersetze. Wer sich mit dem Koran beschäftigt, intensiv, der wird in seinem Iman gestärkt. Der kommt Allah subhanahu wa ta'ala näher. Und deswegen hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns in etlichen Hadithen aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Koran zu beschäftigen. Damit ich zu Allah gelange, weil es eines dieser Zeichen ist, was mich zu Allah bringt und führt. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das noch einmal gesagt hat, zu bestätigen, dass diese Offenbarung wirklich von Allah ist, auch die Mushrikun, die das hören sollen, sie wissen, diese Offenbarung ist von Allah, verlangt jetzt Allah Ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er dementsprechend Geduld hat bei der Verkündung der Botschaft. Und dass er sich nicht unterkriegen lässt und nicht schwach wird. فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und gehorche ihnen in keinem sündhaften oder sehr und gehorche von ihnen keinem sündhaften oder sehr undankbaren. Kafur ist undankbar oder ungläubig in diesem Kontext. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt auf, okay, der Koran ist auf dich herabgekommen und du brauchst Geduld bei der Verkündung des Korans. Es ist nicht einfach. Der Weg ist steinig. Und das müssen wir immer wieder verstehen. Der Weg eines Da'is ist ein steiniger Weg, ein harter Weg. Und das sehen wir in der gesamten Geschichte, wenn wir uns die Du'at anschauen, über die gesamte Geschichte bis in unsere heutige Zeit. Dann sehen wir, es war nie ein leichter Weg gewesen. Man hat nie Lorbeeren ausgestreut, ja, oder sie empfangen, ganz im Gegenteil. Man hat sich immer gegen sie gestellt. Und das muss ich verstehen. Wenn ich in der Da'wa tätig bin und dann Gegenwind bekomme und ich weiß, dass ich eigentlich richtig handele, nicht übertreibe, nicht extremistisch bin, sondern wirklich den Weg gehe, ja, den die Gelehrten uns aufgezeigt haben, und dann aber trotzdem Gegenwind bekomme, dann ist das ein gutes Zeichen und kein schlechtes Zeichen. Weil das ist dann ein Zeichen dafür, dass ich mich auf dem Weg befinde, auf dem sich schon alle anderen befunden haben, welche versucht haben, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu verkünden, angefangen von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die nachfolgenden Generationen. Wir sehen das immer wieder, subhanallah. Ja, die großen Gelehrten, die wir heute kennen, ja, deren Namen wir kennen. Wir denken immer so, oh, es waren einfach nur Schriftgelehrte gewesen, die haben was unterkriegt, das war's. Nein, sie wurden hart geprüft. Nicht wenige von ihnen sind im Gefängnis gestorben. Ja, oder aufgrund des Gefängnisses im Nachhinein gestorben. Ja, wir haben Namen alleine von den Leuten, ja, welche die vier Recht schon gegründet haben. Imam Abu Hanifa, ja, er war im Gefängnis gewesen, ist im Gefängnis gestorben oder kurz nachdem er das Gefängnis verlassen ist, er verstorben. Imam Ahmed ibn Hanbal, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn geprüft. Auch Malik und Shafi'i hatten harte Prüfungen gehabt in ihrem Leben. Und viele andere Muslimen, Leute, die versucht haben, etwas zu bewirken, ja, sie brauchten sehr, sehr viel Geduld. Und deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam klar und deutlich, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً. Diejenigen, die am härtesten geprüft werden von den Menschen, sind welche Menschen? Al-Anbiya, Propheten. ثُمَّ الْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ.
und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind. Also jeder, der in die Fußstapfen dieser Menschen tritt, der kann sich darauf gefasst machen, dass er in irgendeiner Weise geprüft wird dafür, dass er versucht, zu Allah subhanahu wa ta'ala einzuladen. Und Allah ta'ala, er sagt, فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn. Was ist damit gemeint, mit dem Urteil deines Herrn? Das heißt, all das, was Allah für dich bestimmt hat. Auch die Schicksalsschläge, welche Allah ta'ala für dich vorgesehen hat, sei ihnen gegenüber geduldig. Weil am Ende tut das Allah ta'ala nicht, um dich zu schaden oder um dich zu ärgern oder weil er dich nicht liebt, sondern das gehört zu der Prüfung im Leben. Wir dürfen niemals vergessen, worum es in dieser Sure geht. Es geht um die Prüfung. Und Allah ta'ala erinnert auch wen? Unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Selbst er als Prophet wird erinnert daran, dass das Leben nur was ist? Nur eine Prüfung ist. فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn. Und jetzt ganz, ganz wichtig. In unserer Zeit, vielleicht noch wichtiger als denn je. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Und gehorche ihnen oder von ihnen keinem Sündhaften oder sehr Undankbaren oder Käferin. Ja, also jemand, der ungläubig ist und zum Unglauben aufruft. Allah Ta'ala, er sagt nicht, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا, sondern er sagt, آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Also, er sagt, und gehorche von ihnen keinen Sündhaften oder, und er sagt nicht, und sehr Undankbaren. Damit aufgezeigt wird, völlig egal, welche Eigenschaft das ist, ob er sündhaft ist oder ob er einfach nur undankbar ist oder zum Unglauben aufruft und versucht, von Allahs Weg abzubringen, solch eine Person solltest du nicht befolgen. Und auf solch eine Person solltest du nicht gehorchen. Und mit solch einer Person solltest du nichts zu tun haben. In unserer heutigen Zeit unglaublich wichtig. Gerade in einer Zeit, wo wir durch die öffentliche Aufmerksamkeit teilweise dazu gedrängt werden, dass wir bestimmte Positionen als Muslime einnehmen. Und man das von uns verlangt. Und manche Leute, Influencer, das sieht man immer wieder auf Instagram, auf YouTube, ja, damit sie halt nicht in eine bestimmte Ecke gedrängt werden, dann Position einnehmen, wo man sich fragt, was hat diese Position noch mit dem Islam zu tun? Ist das die Position, das ist deine eigene Meinung, die du hast, oder ist das wirklich die Position des Islam? Pass auf, dass du nicht aufgrund des gesellschaftlichen Einflusses auf dich abrutschst in eine Richtung, welche am Ende im Kufr enden kann. Es geht schneller, als man denkt, meine lieben Geschwister. Und wir brauchen uns für unsere Positionen nicht zu schämen. Alhamdulillah. Und es gibt viele Menschen auch in dieser Gesellschaft, welche unsere Positionen teilen. Nur das Problem ist, häufig kann man darüber nicht offen reden oder man wird ausgebuht oder man wird als konservativ oder als, weiß ich nicht was, als rückständig bezeichnet. Manchmal ist das eben so. Dann wird man eben als konservativ und rückständig bezeichnet. Aber wichtig ist, dass ich nach der Zufriedenheit Allahs strebe und nicht nach der Zufriedenheit der Menschen. Weil wenn ich anfange, nach der Zufriedenheit der Menschen zu streben, wo wird das dann enden? Wann werden sie denn mit mir zufrieden sein? Ab welchem Punkt werden sie mit mir zufrieden sein? Erst dann, wenn ich meine Religion ganz aufgegeben habe. Sie haben kein Problem vielleicht damit zu sagen, ja, du kannst gerne sagen, dass du Muslim bist, aber vertrete keine islamische Position. Was bringt das? Was bringt es, ein Muslim zu sein ohne islamische Position? Ja, aber du musst, wie gesagt, bestimmte Dinge kann man nicht akzeptieren, müssen rausgestrichen werden. Und das ist ein sehr gefährlicher Weg, den wir heutzutage auch sehen. Und ich sage euch, ich warne euch immer wieder davor. Weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Geschwister davon beeinflusst werden. Man, sie sagen sich, oh, guck mal, der Influencer und die Influencerin, weiß ich nicht was, die sprechen ja auch über den Islam. Ja, aber das ist, wie gesagt, ein Islam der Liebe, ein Islam der Barmherzigkeit. Natürlich, unsere Religion ist barmherzig, gar keine Frage. Aber das heißt nicht, dass ich jede Position, die es gibt auf dieser Welt, einfach so relativieren kann und sagen kann, ja, ist ja kein Problem. Ich muss aufpassen. Ich muss schauen, was sagt Allah, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was sagen die Gelehrten, die wirklich fest in der Religion stehen. Ganz wichtig, ar-rasikhuna fil 'ilm. Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen und dann schaue ich, gibt es diesbezüglich einen Ijma', einen Konsens unter den Gelehrten oder gibt es darüber keinen Konsens unter den Gelehrten?
Und dann kann ich mir darauf eine Meinung bauen. Aber einfach zu sagen, ja, wir müssen irgendwie uns immer für alles einsetzen. Hauptsache sozusagen, wir sind tolerant und Hauptsache, wir gelten nicht als radikal. Das ist gefährlich, mein jüdisches Selbstwert. Und deswegen, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا. Hab deinen Standpunkt. Unser Prophet Sosma sagt ja, لَا تَكُونُوا إِمْ in ahsanen nas wa ahsantum wa in asa'u asa'tum. Sag keine Nachahmer, keine Imitanten. Wenn die Leute Gutes tun, dann tut ihr Gutes. Und wenn sie Schlechtes tun, dann tut ihr Schlechtes. Walakin, sondern wattinu anfusakum. Habt einen festen Standpunkt. Das ist wichtig. Nicht, mehr wird nicht verlangt. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das aufgezeigt hat, zeigt er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, wie er diese Standhaftigkeit erlangen kann. Subhanallah. Sie sehen ja, wie die Ayat aufeinander aufgebaut sind. So schön. Ja, erst einmal, ja, das ist der Koran, der auf dich herabgesandt wurde. Kein Zweifel, er ist von Allah. Und er ist ein Zeichen, das die Menschen zu Allah führt. Und dementsprechend sei geduldig in der Verkündung dieser Botschaft. Lass dich nicht auf die Menschen ein, die versuchen, dich davon abzubringen, indem du irgendwelche komischen Kompromisse in der Religion triffst. Und jetzt zeigt Allah den Propheten auf, sallallahu alaihi wa sallam, das ist ein Gebot an den Propheten, aber das geht auch für uns. Wie ich diese Standhaftigkeit im Glauben erlange. Weil ich kann viel über Standhaftigkeit sprechen. Wenn ich nicht etwas dafür tue, dass ich standhaftig bin und geduldig bin und gefestigt bin, dann kann ich sehr, sehr schnell ausrutschen. Das geht schneller, als ihr denkt. Und deswegen zeigt Allah Ta'ala uns jetzt das wichtigste Mittel überhaupt auf zur Standhaftigkeit. Das wichtigste überhaupt. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Es ist deine Beziehung zu Allah. Sobald der Mensch anfängt, seine Beziehung zu Allah abzubrechen, dann leidet darunter auch die Standhaftigkeit. Allah Ta'ala, er sagt, und gedenke des Namens deines Herrn, morgens und abends, und in einem Teil der Nacht, der wirft dich vor ihm nieder und preise ihn lange Zeit zur Nacht. Allahu Akbar. Was für eine Ehre. Immer wieder bekommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in unterschiedlichen Suren genau diese Aufforderung von Allah. Halte an Allah fest. Halte am Gedenken Allahs fest. Hab eine innige Beziehung zu Allah. Weil sobald das verloren geht, wird es gefährlich um dich. Und es wird ein leichtes Spiel für den Shaitan, für die Dunya, für die Fittern, die Versuchungen des diesseitigen Lebens, dich von Allah Ta'ala wegzuführen. Hört einmal, was Allah Ta'ala an anderer Stelle sagt. Surat وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Nee, das ist nicht Sura. Sura Nummer 11. Sura Nummer 11. Hä? Was? Hut, genau. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Immer wieder gedenken Allahs. Dann Allah Ta'ala, er sagt an anderer Stelle, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Wir wissen ja, dass deine Brust beklommen ist wegen dessen, was sie sagen. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Immer wieder finden wir das. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auffordert, seiner zu gedenken und an der Ibadah festzuhalten, Gutes zu tun. Das ist das Fundament für deinen Glauben. Du kannst noch so viel tun, noch so aktiv sein in den Gemeinden. Wenn du das vernachlässigst,
dann läufst du Gefahr, dass sich eines Tages die Fittern des diesseitigen Lebens einholen. Das Einzige, was dich wirklich bewahren kann davor, ist deine Beziehung, deine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte ein jeder von uns noch einmal in sich kehren und fragen, wo stehe ich? Wenn einer von uns merkt, oh, ich merke wirklich, diese Dinge beeinflussen mich. Ich bin schwach im Glauben. Ich lass mich stark beeinflussen von solchen Ideen, dann arbeite an dir. Arbeite an dir hart. Fang an, die Ibadah aufzunehmen. Fang an, eine Beziehung zu Allah aufzubauen. Weil das ist es, was dich am Ende festigen wird auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Der Dhikr, der Sujud, der Tasbih am Tag und in der Nacht. Und jetzt zeigt Allah ta'ala auf, warum diejenigen ihn versuchen abzubringen von der Dunya. Und er erklärt das und er sagt, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Diese da lieben ja das schnell Eintreffende und lassen hinter sich einen schwer lastenden Tag. Was ist der Grund, warum sie versuchen, dich abzubringen von der Botschaft? Der Grund ist die Dunya, die Liebe zur Dunya. Das ist der einzige Grund. Die Dunya ist alles. Wir leben nur für diese Dunya. Und deswegen solche Aussagen, wie wir sie häufig hören, Liebe etc. Ist natürlich, Liebe ist wichtig. Aber in welch einem Kontext? Der Grund ist, warum die Leute so argumentieren, sie denken nur an die Dunya. Wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Yushiku an tada'a alaikum al-umam, kama tada'a al-akalatu ila qasatiha. Ist nicht mehr weit, nicht mehr lang, bis die Völker sich auf euch stürzen werden, wie Hungrige auf eine Schüssel voller Essen. Die Sahaba fragten, ja Rasulullah, awa min qillati nahnu yawma idh? Sie fragten, ja Rasulullah, werden wir an jenem Tag wenige sein? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, bal antum kathir. Vielmehr seid ihr viele. Walakinnakum ghuthaka ghuthais sail. Aber ihr seid wie Schaum auf einem reißenden Strom, auf einem Fluss. Und dann am Ende des Hadithes sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah ta'ala in eure Herzen was tut? Den Wahan. Und dann fragten sie, was ist der Wahan, ja Rasulallah? Und Wahan ist eine Form von Schwäche. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Die Liebe zur Dunya und das Verabscheuen des Todes. Ich lebe nur noch für diese Dunya. Und ich passe alles an diese Dunya an. Selbst meine Religion passe ich an diese Dunya an. Sehr gefährlich. Und deswegen muss ich mich vor solchen Menschen, vor solchen Dingen in Acht nehmen. Muss mir immer wieder die Frage stellen, was heißt es für mich, ein Muslim zu sein? Für mich bedeutet das, dass ich zunächst erst einmal schaue, was sagt Allah und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Nicht, was sagt mein Nefs. Nicht, was ist gerade aktuell modern in der Gesellschaft. Nicht, was wird von mir verlangt zu sagen, was will man gerne von mir hören. Sondern, was sagt Allah und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah, inna allaha sami'un alim. O, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor, in keiner Angelegenheit. Sondern Allah und sein Gesandter sind der Maßstab für alles. Für gut und schlecht. Für gut und schlecht. Für schön und hässlich. Sie sind der Maßstab. Nicht bei Nefs. Und nicht die Gesellschaft. Sondern Allah und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Diese da lieben ja das schnell Eintreffende. Die Dunya lieben sie. Sie wollen einfach nur die Dunya. Und sie vergessen was und lassen hinter sich einen schwer lastenden Tag. Denken nicht an diesen Tag und denken, die Dunya wird ewig sein und sie ist alles, wonach wir streben. Und jetzt zeigt Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass er den Menschen besser kennt als der Mensch sich selbst. Und dass er den Menschen in bester Weise erschaffen hat. Und dass, wenn er wollte, er die Menschen austauschen könnte. Das ist eine Warnung an die Quraysh, aber auch eine Warnung an jeden Einzelnen von uns. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ.
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Wir doch haben sie erschaffen und ihren, jetzt so übersetzt, und ihren Körperbau vollendet. Dieses وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ wird übersetzt hier und ihren Körperbau vollendet. وَإِذَا شِئْنَا, und wenn wir wollen oder wenn wir wollten, بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Was bedeutet dieses وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ? Asr im Arabischen bedeutet so viel wie etwas mit Härte rannehmen. Insbesondere, ja, dass ich eine Sache mit einem Seil, eine schwere Sache mit einem Seil trage. Und daher auch Asr, gefangen nehmen. Weil wenn ich jemanden gefangen nehme, was muss ich tun? Ich muss ihn binden und ich muss ihn festbinden, damit er auch gefangen bleibt. Und gemeint damit ist hier in diesem Zusammenhang, وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht einfach nur erschaffen hat, sondern sie in bester Weise und in vollkommener Weise erschaffen hat. Genauso wie ich versuche, jemanden sehr, sehr gut zu binden oder eine schwere Sache so zu binden, dass ich sie auch wirklich tragen kann, damit sie mir nicht auf den Fuß fällt, zeigt Allah subhanahu wa ta'ala hier auf, dass er den Menschen in bester Weise erschaffen hat. Und derjenige, der erschaffen hat, kennt seine Schöpfung am besten. Ala ya'lamu man khalaq. Kennt nicht derjenige, der erschaffen hat? Oder kennt er nicht denjenigen, den er erschaffen hat, je nachdem, wie ich das übersetze und wie ich das interpretiere? Allah Ta'ala erkennt den Menschen. Und er warnt jetzt den Menschen. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Und wenn wir wollen, tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Eine Warnung an jeden Einzelnen von uns. Auch sehr wichtig für die Da'wah. Meine lieben Geschwister, sehr wichtig. Wenn ich Da'wah mache, etwas tue für die Gemeinschaft, etwas tue für den Islam, für meine Religion, dann darf ich niemals denken, dass ich damit Allah einen Gefallen tue. Oder meiner Religion einen Gefallen tue. Nein, ich tue mir nur selbst einen Gefallen damit. Ich tue mir nur selbst einen Gefallen damit. Weil wenn ich etwas Gutes tue, dann profitiere ich davon am allermeisten. Und ich habe am allermeisten davon. Und ich muss aufpassen, dass wenn ich anfange, das den Menschen vorzuhalten oder sogar Allah vorzuhalten, dass ich etwas getan habe für seine Religion, dass ich eventuell dann von diesem Weg abkomme und Allah Ta'ala mich austauscht mit anderen. Und Allah Ta'ala, er sagt das immer wieder im Koran, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِي الْقَوْمٍ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Und wenn ihr euch abwendet, wird er euch austauschen mit einem anderen Volk, was nicht so sein wird wie ihr. Achte darauf. Allah Ta'ala, er kann uns austauschen. Allah ist nicht abhängig von uns. Allah braucht das alles nicht. Allah wird sein Licht vollenden, mit dir oder ohne dich. Und deswegen, wenn du dabei sein kannst, dann ist es eine Ehre und eine Gnade von Allah. So halte an dieser Gnade fest. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu und Allah Ta'ala bestätigt das immer wieder an anderen Ayat auch, dieses, mit diesem Austauschen. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Wenn er will, lässt er euch vergehen, ihr Menschen, und bringt andere. Allah hat dazu die Macht. An anderer Stelle heißt es, إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung. Und dies ist für Allah keineswegs schwer. Und jetzt kommt so langsam der Abschluss dieser Sura, wo Allah Ta'ala noch einmal aufzeigt, was der Sinn und Zweck des Korans ist und warum Allah Ta'ala das Ganze überhaupt herabgesandt hat. Sowohl diese Sura als auch den Koran als Ganzes. Und er sagt, inna hadhihi tafkira. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Nur eine Erinnerung, nicht mehr. Ihr wisst eigentlich alle Bescheid. Ihr habt die Ayat um euch herum. Bevor ihr erschaffen wurdet, habt ihr Allah ein Versprechen gegeben. Qalu bala. Ja, wir haben bezeugt, oh Allah, dass es nur dich allein gibt. Und das ist nur eine Erinnerung. Der Koran ist nur eine Erinnerung. Also eigentlich bräuchtet ihr den Koran überhaupt nicht. Und deswegen, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Wer nun will, nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Und die Mufassirun, die Koran-Exegeten haben gesagt, damit ist gemeint,
dass man sich beeilen soll, einen Weg zu seinem Herrn zu nehmen. Also dieser Ausdruck, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اتِّخَذَ السَّبِيلًا, bringt zum Ausdruck, dass ich nicht nur einfach diesen Weg beschreiten soll, sondern ich sollte mich beeilen, diesen Weg zu beschreiten. Nicht aufschieben. Das Schlimmste, was ich machen kann, meine lieben Geschwister, ist was? Gute Taten aufzuschieben. Ja, ich werde schon anfangen, irgendwann mal. Irgendwann mal fange ich an zu praktizieren. Irgendwann mal fange ich mit dem Gebet an. Irgendwann mal mache ich die Hajj. Irgendwann einmal höre ich mit dieser Sünde auf. Das ist Taswif. Und der Taswif, dieses Aufschieben, diese Aufschieberitis in Bezug auf die guten Taten, ist eine der bewährtesten Methoden des Shaitan, mit denen der Shaitan schon viele Menschen in die Irre geführt hat. Also beeil dich bei diesem Weg. Der Koran erinnert dich nur. Mehr können wir nicht tun. Auch in der Da'wah. Wir können nur erinnern. Du kannst niemanden zwingen. Deswegen manche fragen so, ja, muss ich nicht irgendwas machen? Nein, mach einfach nur Tazkir. Erinnere den Menschen. Mehr kannst du nicht tun. Am Ende, ja, macht der Mensch ohnehin das, was er möchte. Und nachdem Allah Ta'ala es aufgezeigt hat, was der Sinn und Zweck des Korans ist, kommt jetzt genau das, was ich am Anfang gesagt hatte. Dass uns das nochmal klar wird. Dass Allah Ta'ala derjenige ist, der uns diese Stellung gegeben hat. Und dass Allah Ta'ala uns damit ausgezeichnet hat und beehrt hat als Menschen. Und dass Allah Ta'ala im Grunde genommen das auch von uns wieder nehmen könnte. Und dass all das nur geschieht, weil Allah das möchte. Und deswegen sagt Allah Ta'ala klar und deutlich, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Was für eine Ayah. Der Allah dir noch einmal aufzeigt, wenn du Gutes tun willst, kannst du das ohnehin nur tun, wenn Allah das möchte. Und wenn du Schlechtes tun möchtest, kannst du das nur tun, weil Allah das zulässt. Und ganz wichtig, zulassen ist ganz wichtig hier. Es gibt zwei Arten von Mashia. Es gibt zwei Arten von Gottes Willen. Es gibt einmal die sogenannte Mashia Khalqiyya oder Irade Khalqiyya. Und es gibt die sogenannte Irade Shar'iyya. Was ist das? Was bedeutet das? Es ist ganz wichtig, dass ich das verstehe. Auf der einen Seite sagt Allah Ta'ala immer wieder, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Erst in dem Vers davor hat Allah gesagt, wer möchte, kann den Weg seines Herrn nehmen. Es ist dir überlassen. Es ist nur eine Ermahnung. Und dann im Vers darauf sagt er, du kannst es nur, wenn Allah es möchte. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Sondern Allah Ta'ala, er zeigt uns etwas ganz Wichtiges auf. Dass nichts in seinem Universum geschehen kann, ohne seine Zustimmung. Das ist die sogenannte Irade Khalqiyya. Mit anderen Worten, oder Irade Kauniyya. Der universelle Wille Gottes. Stellt euch mal vor, als würde etwas geschehen können im Universum, ohne dass Gott das will. Wäre dann Gott noch allmächtig? Wäre er nicht. Und deswegen sagen die Gelehrten, ja, dass das aufgrund dieser Verse, ja, darauf hindeutet, dass nichts geschehen kann in diesem Universum ohne Gottes Zustimmung. Das heißt, dieser freie Wille, den wir haben, der kann nur geschehen aufgrund Gottes Willen, dass er uns erlaubt hat und uns diese Stellung gegeben hat als Mensch. Aber Allah könnte auch diese Stellung wieder von uns nehmen. Und wir haben ja aufgezeigt, dass der Mensch im Grunde genommen hier ein Alleinstellungsmerkmal hat. Im Vergleich zur anderen Schöpfung. Weil die andere Schöpfung hat nicht diesen freien Willen. Ja, sie haben Instinkte, die sie befolgen müssen. Wir können uns gegen unseren Instinkt stellen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, gibt uns Allah Ta'ala Gebote. Und das ist die sogenannte Irade Shar'iyya. Das, was Allah möchte, dass wir es tun. Aber er lässt es zu, dass es nicht geschieht. Und deswegen, der Mensch kann entscheiden zwischen Gut und Schlecht, zwischen Iman und Kufr. Ich kann mich entscheiden. Und Allah lässt es zu, dass Schlechtes geschieht. Weil diese Dunya dazu da ist, geprüft zu werden. Und dementsprechend lässt Allah Schlechtes zu. Wenn es Allah nicht wollte, würde es nicht geschehen. Und deswegen, er hat Engel erschaffen. Und Engel können nur Gutes tun. Im Paradies kannst du nur Gutes tun. Du kannst im Paradies nicht Schlechtes tun. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ. Im Paradies. Ja, und wir haben aus ihren Herzen, aus ihren Brüsten, das genommen, was an Ghil, an Hass vorhanden ist, an Groll. Das heißt, im Paradies wirst du gar nicht hassen können. Du wirst nicht neiden können im Paradies. Das, wenn du wolltest, könntest du nicht. Geht nicht. Allah nimmt es aus deinem Herzen raus, subhanallah. Ja?
Aber in dieser Dunya kannst du es. Und Allah lässt es zu. Allah lässt es zu, dass Menschen andere Menschen umbringen. Allah lässt es zu, dass Menschen andere Menschen ausbeuten. All das lässt Allah Ta'ala zu. Weil das nämlich der Sinn und Zweck unseres Daseins ist, dass wir geprüft werden. Aber Allah bestätigt das noch einmal. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah es will. Ihr untersteht der Mashi'a Allahs. Aber Allah hat gewollt, dass ihr euch entscheiden könnt zwischen gut und schlecht. Inna Allaha kana aliman hakima. Zwei grundlegende Eigenschaften Allahs. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Allah hat das alles getan in seiner Allwissenheit und in seiner Allweisheit. Und Allah Ta'ala ist der Einzige, der all die Weisheiten kennt, warum er die Schöpfung erschaffen hat. Und jetzt kommt nochmal dieser wichtige Abschluss, was wir auch vorhin gesagt hatten. Ich muss mich zwar anstrengen, um Lohn zu erlangen, aber am Ende kann ich das alles nur erlangen durch die Barmherzigkeit Allahs. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Das heißt, theoretisch könnte Allah jemanden, der sich angestrengt hat, nicht das Paradies betreten lassen. Allah könnte, wenn er wollte, willkürlich sein. Er könnte, wenn er wollte. Aber er ist es nicht, weil er vollkommen ist in all seinen Eigenschaften. Und dementsprechend lässt er denjenigen, der sich anstrengt, das Paradies betreten, aber in seiner Barmherzigkeit. Und wir kennen alle diesen schönen Hadith, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über einen Mann berichtet, am jüngsten Tag, den Allah Ta'ala das Paradies betreten lässt. Und er ihm dann zu ihm sagt, betrete mein Paradies durch meine Barmherzigkeit. Woraufhin dieser Mann sagen wird, nein, o Allah, nicht durch deine Barmherzigkeit, sondern durch meine Taten. Der Arme hat nichts verstanden. Ja, ich habe so viel Gutes getan, ich will dafür belohnt werden. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gut, wie du möchtest. Und er nimmt eine seiner Gnaden, mit denen er ihn überhäuft hat und beschenkt hat. Und zwar das Augenlicht. Legt es in eine Waagschale. Nimmt all seine Taten und legt es in die andere Waagschale. Und was überwiegt? Das Augenlicht. Woraufhin Allah sagt, nimmt meinen Diener ins Höllenfeuer. Und er sagt, nein, ja Allah, mit deiner Barmherzigkeit. Woraufhin Allah Ta'ala ihn in seiner Barmherzigkeit des Paradies betreten lässt. Ja? Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Und die Ungerechten, für sie hat er schmerzhafte Strafe bereitet. Das ist der Abschluss der Sura, wo Allah Ta'ala noch einmal den Menschen warnt. Nochmal, dass wir es nicht vergessen. Wahrscheinlich eine mekkanische Sura, gerichtet an die Quraysh. Auf der einen Seite will Allah ihnen Hoffnung machen und ihnen aufzeigen, wofür habe ich euch erschaffen. Für das Paradies. Das ist eine Prüfung. Aber am Ende gibt es noch einmal eine Warnung. Wenn du ungerecht bist, wenn du dich abwendest vom Wege Allahs, dann gibt es dafür eine schmerzhafte Strafe. Und somit ist Suratul Insan jetzt abgeschlossen mit 31 Versen. Möge Allah Ta'ala uns in seiner Barmherzigkeit aufnehmen. Amen. Ya Rabbi.